Diese drei Polizisten sind die einzigen, die jetzt für uns abgestellt werden. Ja, vor 2 Jahren hat man noch 100 Jobs an Polizisten gebraucht, um uns zu verprügeln und so weiter und so fort. Jetzt sind wir nicht mehr so wichtig, jetzt können uns Passanten anpöbeln und so weiter und so fort. Schaut euch die Hallein-Videos an, die ich gemacht habe. Da sieht man das ganz gut, wenn überhaupt keine Polizei mehr dabei ist. Kann man gut und schlecht finden zugleich. Das ist immer so eine schizophrene Angelegenheit. Wünscht man sich die Polizei oder wünscht man sie nicht bei der Demo? Ganz ohne geht's auch nicht, wie gesagt. Straßenverkehr muss geregelt werden, weil wir gehen ja nicht auf den Gehsteig. So weit kam es noch. Okay, dann weiter zur Demo. Hat's mal einer verstanden? Keine Waffen, kein Krieg. Nicht schlecht. Soll es geben. Das lässt dann doch die Hoffnung wachsen, dass nicht alle ganz vertraut sind. Ne? Eins wollte ich aber noch machen. Ist kaputt. Hier und da, ja, befriedigt sind. Ja, sagst du das den Politikern? Die haben schon genug gesagt, Beschädigung beurteilt. Aber ich treffe keine echten Vertretungen ein, gell? Passt ja. Ja, schaut mal. Letztes Jahr gefahren haben wir einen, haben wir 50 Euro bitte. Wegen was? Hältst du das Glockengeläut? Das ist die Schwester. Ja, sie rennt noch. Nein, aber man hat ja da jetzt in Steyr und in Hallein dieses Problem, dass ja quasi die Ruhestörung so zum Thema gemacht wurde. Und ich persönlich bin ja jemand, der sich schon noch ein bisschen am Glockengeläut stört. Es ist immer zu Tages- und Nachtzeiten, wo ich eigentlich meinen Schlaf nachkommen möchte. Vielleicht sollte man da auch mal was machen. Ein Ex-DDRler, ein damaliger Arbeitskollege, hat den Pfarrer angezeigt, weil er um 7 in der Pfarrer geleitet hat. Die ist aber nicht weit gekommen. So, da bin ich wieder ganz knapp an ganz gefährlichen Anzeige entkommen. Ja, demonstrieren ist wirklich ein harter Job, ey. Machst du da echt keine Sachbeschädigung, wenn du da auf dem Stau umstehst? Ich schau, dass keiner zurückkommt und Sachbeschädigung betreibt. Da, das ist das Gericht, das einen Haufen Demonstranten das Leben ruiniert hat. Aber es hat ja nicht bei Gericht angefangen. Angefangen hat es bei denen da. Dann ist zum Gericht weitergegangen und der Faschismus hat aufgeblüht. Naja. Ein Ölgemälde für die Klimakleber. Salzburg im Winter. Das wäre der Ort, da könnte man wieder einen Pressevertreter festnehmen. Das haben wir schon mal gehabt. Ne? Ich hoffe, du hast festgehalten, dass das Gebäude vom Spar in der Kaigasse leer steht und zu vermieten ist, dass der Sushi-Mensch von Maki daneben alles minus 50% verkauft. Was ich spannend finde bei der momentanigen Preissteigerung, dass der seinen Reis und alles, was er so braucht, scheinbar so günstig kriegt, dass er das Essen für den Heimatpreis hergeben kann. Und ja, überall Sale minus 50%, also ich glaube, wir gehen in goldene Zeiten. Der Freund und Helfer wird schon richten. Heute habe ich eine gute Chance wieder auf ein bisschen. So, mit den Eindrücken unserer wunderschönen Stadt in Salzburg möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich von der heutigen Demo nicht ganz so viel filmen werde, weil ich muss mir den Akku noch ein wenig aufsparen. Denn der Elvis hat es schon angekündigt, heute wird gefeiert beim Watzmann und ich glaube, da konnte ich noch ein bisschen einen Akku brauchen. Also, wer meine alten Videos kennt, der kennt die Route auch. Die läuft im Grunde immer gleich ab. Ich werde dazwischen schon ein paar Einblendungen machen, aber ich werde nicht mehr die volle Länge draufhalten, weil wie gesagt, Strom sparen ist angesagt. So, liebe Freunde, wir sind jetzt wieder mal im Tempelbezirk von Salzburg. Und alles wird neu. Alles wird neu. Und wir sind diejenigen, die das machen. Alles wird neu. Seit Tausenden von Jahren haben Religionen die Menschen auseinandergebracht. Sie haben sie gegeneinander kämpfen lassen. Das immer noch geschieht. Der gleiche Gott segnet die Waffen in anderen Ländern, wo dann die Leute umgebracht werden. Diese Zeit ist zu Ende. Finito. Ausschluss. Und dieser sogenannte Boroglio, dieser Papst, der redet immer klug und gescheit, redet von Frieden, reißt seinen Mund auf und redet von Frieden. Okay, er kann von Frieden reden, aber er hat auch die Mittel dazu, einen Schritt zu setzen, einen wirklichen großen Schritt zu setzen. Und der wäre, und der ist, wenn er es wirklich ernst meint, 70% vom Vermögen, vom Barvermögen und vom Immobilienvermögen, wo diese Kirche hier zusammengerafft hat von den Menschen, soll er sofort zur Verfügung stellen. Er soll ein Zeichen setzen, dass wir hier auf der Welt nicht morgen, sondern am besten ab heute schon Frieden haben. Ich hoffe, ihr Priester, ihr habt das gehört in euren geschneideten Kutten. Diese Zeit ist vorbei und jetzt kommt die wirkliche Einigung, die wirkliche Einheit. Und die geschieht im Herzen, in unserem Herzen, in unserem Sein. Nicht durch eine Ideologie, sei es religiös oder politisch, nein, durch das wirkliche Spüren unser Selbst im Herzen, so wie es jeder von uns jetzt gerade hat. Jeder spürt sein Hiersein, ganz frei von jeglicher Ideologie. Ideologien sind da, mit denen man arbeiten kann, aber sie sind nicht da, um die Menschen zu versklaven. Die Menschen haben es durchschaut. Die politischen wie die religiösen Ideologien. Es ist fertig. Fertig mit euch, die ihr die Menschen bis jetzt unterdrückt habt. Es ist endgültig fertig. Die Menschen und wir hier, wir zeigen das schon seit 3 Jahren. Wir sind im Herzen. Unser Herz, unsere Kraft des Friedens treibt uns voran. Und es wird Frieden kommen. Und der wird kommen ziemlich bald. Und diese bösen, dunklen Kräfte lösen sich auf, so wie es sein muss, so wie es sein wird, und zwar bald und sofort. Danke, liebe Leute, danke für eure Kraft, danke für euer Herzsein, Dankeschön. Sonntagnachmittag! Tag des Herrn vom Dom, da wird der Kopf geschüttelt, da wird vorbeigezogen. Vorbei an der goldenen Kugel, vorbei an den Bauwerken der Götzen, die uns seit 2000 Jahren alternativlosen Gehorsam lehren. Das Schöne ist, die goldene Kugel rollt gerade gewaltig. Schaut euch an, was mit der Silicon Valley Bank und vielen anderen amerikanischen Banken gerade passiert. Schaut euch an, dass die Welle rübergeschwappt ist bis zur Swiss Credit. Aber geht spazieren, geht Kaffee trinken, genießt euren Urlaub, genießt eure vermeintliche Freiheit in einem Land, wo ihr in der Arztpraxis immer noch einen Kaffeefilter tragen muss und wo ihr, um Armeebediensteter zu sein, immer noch eine Impfung braucht. Genießt euren Sonntag, genießt euer göttliches Dasein. Und wenn ihr irgendwann aufgewacht seid, dann nehmt eure Götzenbilder von der Wand, schlagt Nägel ein, bindet benzingetränkte Tücher drumherum und stürmt. Und nein, das ist kein Aufruf zur Gewalt, schließlich steht die Exekutive mit 2 Warnwesten da und wacht über meine Worte. Und wir wollen natürlich keinen Aufstand in Salzburg. Salzburg ist unter einer Käseglocke schön gehalten, damit die Asiaten, die uns den Kaffeefilter gebracht haben, noch brav weiterhin Mozartkugeln kaufen. Und solange sie ausreichend Devisen reinbringen, werden wir vielleicht nicht das Schicksal einer Swiss Credit haben, wo Banken enteignet werden, weil sie schade gehen, weil die Finanzblase mal einmal mehr geplatzt ist. Aber das macht nichts. Geht's Kaffee trinken, geht's spielen, geht's schaukeln, die Welt ist schön. Gott sei mit euch! So, liebe Freunde, eine kleine Meditation. Und die Meditation, die betrifft jeden von uns. Und sie beginnt mit dem, wo wir unser Dasein ausdrücken. Täglich hunderte Male. Ich. Dass das Gefühl meiner selbst und darin verbleiben wir. Wir verbleiben jetzt ganz bei uns. Einfach ich, dieses Sein, gerade jetzt. Wir weichen nicht, wir bleiben bei uns. Hier ist das Zentrum, hier ist das Sein. Hier sind wir vereint. Danke, dann ziehen wir weiter unseres Weges. Danke. Also ich zähle einen Zuwachs von 2, 3, 4, 5, mindestens 7 Leute, die was mitten auf der Straße zugewachsen sind. Auch nicht schlecht. Naja, wenn ein paar Gänge ankommen, Leiche dazu. Frag mich nur, wo Kerstin und Christian sind. Die Maske, sie ist noch da, aber sie rutscht nach oben.